An Russland kann man sehen, wie schlecht es für uns im Westen ist, sich in wirtschaftliche Abhängigkeit von Despoten zu begeben. Und wir haben ja immer gedacht, das funktioniert. Wandel durch Handel. Wir haben gedacht, das klappt. Wir haben gedacht, wenn man mit den Bad Guys der Welt zusammenarbeitet, dann werden die irgendwann automatisch alle zu Softies und machen Achtsamkeitskurse und abonnieren die Emma. Machen sie aber nicht. Schade eigentlich. Und jetzt merken wir gerade, mit China haben wir ein mindestens genauso großes Problem wie mit Russland. Der Krieg gegen Taiwan wird ja von den Chinesen jetzt schon rhetorisch vorbereitet. Putins Angriffskrieg ist doch für Xi Jinping im Prinzip wie ein How-to-Annex-Tutorial. Das wird er sich sehr genau anschauen und auch wie wir darauf reagieren. Und Menschenrechte zählen in China genauso wenig wie in Russland. Es sind grausame Bilder, die zeigen, wie brutal Chinas Machthaber die Uiguren unterdrücken. Sie belegen tausendfach die Masseninternierungen und kulturelle Vernichtung der muslimischen Minderheit. In Xinjiang soll es mehr als 300 Lager geben. 1 Million Menschen, die muslimischen Minderheiten angehören, soll China in den letzten Jahren interniert haben. Und genau dort, in Xinjiang, produziert VW Autos. Geht es da um Werte? Ja, es geht um Werte. Ja, es geht auch hier um Werte. Ja, doch. Der Konzern orientiert sich an Werten. Als Vorbild nimmt er halt den eigenen Umgang mit den Abgaswerten. Und wenn die Frage kommt, sollten wir nicht generell nur noch Handel mit Partnern treiben, die sich für die Menschenrechte einsetzen, dann sagt die deutsche Autoindustrie gerne. Aber kauft der Dalai Lama jedes Jahr ein paar Millionen VWs? 5000 deutsche Firmen handeln direkt mit China. Es hängen hierzulande daran fast 1 Million Arbeitsplätze. Wir beziehen zehntausende Produkte aus China. Die wichtigsten Medikamente zum Beispiel kommen inzwischen aus China. Und dann wollen wir in Deutschland ja auch noch die Energiewende schaffen. Die Rohstoffe für die Herstellung von Batterien in Elektroautos kommen fast alle aus China. Und ein Elektroauto ohne Batterie ist nun mal kein Elektroauto. Das ist höchstens ein sehr unbequemes Tiny House. Tobias Döll hat das zu einem Gedicht inspiriert. Ode an den deutsch-chinesischen Handel. Jetzt geht's um viel Kohle und nicht so ums Klima, denn heute feiern wir den Handel mit China. Schon der Gerd wusste, mit dem chinesischen Drachen kann man wirklich gute Geschäfte machen. Er dann nach ein paar Schlückchen bemerkte: China ist einer der wichtigsten Märkte. Und waren die einen zu Haus noch am Kiffen, haben die anderen den chinesischen Markt als Chance begriffen. Und nicht nur BASF, Bosch, VW und Siemens verdienen mit Handel in China immens. Bei VW vor Glück sie im Kreise laufen, weil sie 40% ihrer Karren in China verkaufen. Doch als Merkel einst sagte, im Wettbewerb werden wir alle stärker, meinte sie damit auch die Dissidenten im Kerker? Nun, beim letzten Besuch von dem grinsenden Manda sprach man lieber über den putzigen Panda. Und nur weil im Nordwesten Chinas Hunderttausende der muslimischen Minderheit der Uiguren unterdrückt werden sollen, wird VW sein Werk dort doch nicht aufgeben wollen. Der Volkswagen-Chef Dies findet, nee, surft lieber eine Runde ums Carré und sagt noch: Weitermachen, Erfolg für VW. Die Proteste zu Hause muss man verschmerzen, will man es sich mit ihm hier nicht verscherzen. Denn wie weiß auch Scholz, der China-Konnoisseur? Natürlich ist China ein globaler Akteur. Und markiert man im Umgang mit China den Harten, kann man schnell mal ins Stolpern geraten. Denn stellt China den Handel mit Deutschland ein, bleibt man ohne sein Auto und Kleidung allein. Und die Moral von der Geschichte? Spielt Xi Jinping in der Heimat noch so viel faul, dem chinesischen Gaul schaut man lieber nicht ins Maul. Guten Tag, mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken? Und extra dabei zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich.